Auftragsangebot. Schneller Auftrag. Preis pro Steckeneinheit wollte ich machen, ja. Jawohl. Von Kassel nach Flensburg. 300. Okay. Dann nehmen wir das doch mal an. Guck mal eben. Schönes Wetter am ETS 2. Ja, die gucke ich mir nach dem Auftrag mal an. Wo sie jetzt lang tritt da. Okay. Ja, also wie gesagt, ich mache das mal alle 2 Tage um 13 Uhr. Dann wenn Minecraft nicht kommt. Ist drin. Bis 90. So viel wie man ja auch mit einem LKW fahren darf, glaube ich, in der Realität ist das ja so. Also auch sehr realitätsnah. Sagen, dass das SCS, also der Entwickler, auf die Beine gestellt hat, mit dem Spiel ist echt atemberaubend. Das gibt es nicht überall, also auch so was die Anzahl an Patches angeht.
das echt geil gemacht, ey. Hier sehen wir zum Beispiel eine Shell-Tankstelle, da ist nämlich auch Mod. Und so, noch 338 Kilometer und zwar nach Flensburg fahren wir jetzt. Die Punkte da zählen. Weil die Punkte da abholen, sag ich mal. Das wäre vielleicht auch mal geil gemacht, wenn da. Das gibt es leider nicht so punktemäßig so. Man muss zwar Strafe zahlen für die Geschwindigkeitsüberschreitung, aber. Punkte gibt es mir noch nicht. Mir kackt gerade die Stimme ab. Das nervt, wenn man da auf die Begrenzung drauf hat, kommt auch wie so im realen Leben ja, so ein, wie soll ich sagen, ein Auf- und Weggeräusch oder so. Also jeder, der Autobahn fahren ist oder fährt, kennt das Geräusch auch, wenn er einmal da drauf kommt. Einmal rüber, weil die Spur führt jetzt nach Hannover, da wollen wir nicht lang, wir wollen weiter geradeaus und zwar Richtung Flensburg. Hamburg, Magdeburg, Hannover auf der A7. Muss man nachher mal gucken. Ich glaube sogar, wenn wir nachher auf A7 sind, Richtung Hamburg, auch das Autobahnkreuz von Hamburg ist sehr realistisch gemacht. Achso. Gerade weiter geradeaus und es war keine gute Idee, aber ich habe keinen Schaden bekommen. So, weitermachen wir hier. Das war jetzt mein Fehler und nicht von der KI. Weil die KI ist teilweise auch, naja, auch nicht gerade besser als ich gerade. Sie klaut einander plötzlich die Vorfahrt. Und ich merke, dass wir ganz schön kämpfen müssen hier, aber das ist normal. Wir fahren ja uns gerne ganz normal, so wie er ist. Sag ich mal, nicht mit einem aufgetunten Auto, LKW, Zugmaschine auch genannt. LKW hört sich irgendwie so komisch an. Ich bleib hier auf der Spur, muss gleich abbiegen, sehe ich gerade. Ich hoffe, man sieht das Navi auch in der Aufnahme. Aber das sehe ich ja gar nicht. Hier so die Landschaft, ey, echt gut gemacht. Hier mit dem Streuballen da an der Seite. Das ist richtig fett gemacht, sag ich euch, ey. Oh. Was mach ich denn jetzt?
geht es euch da draußen? Geht es euch gesundheitlich gut, Weihnachten gut überstanden? Ich hoffe schon, ne? Also ich ja, habe Weihnachten super gut überstanden. Gab ordentlich Essen, wie man zu Weihnachten kennt. Auch Leckeres vor allen Dingen. Ich will erstmal auf meine 90 kommen her. So, der Tempomat ist drin, ich mach mal eben gerade Licht an. Ich fahre wie so ein Musowski, ne? Schrecklich. So, ich muss rüber. Geradeaus weiter. Richtung A7, Kiel, Hamburg, Rostock. Das sind noch 195 Kilometer. Laut Spiel in 3 Stunden und 8 Minuten. Das geht meistens in der Realität nicht, also jetzt nicht wundern. Ja, er ist in 3 Stunden erst da. Nee, nee, es geht halt ein bisschen schneller. Aber ich meine, es ist ganz gut so, weil sonst sitze ich ewig in dem Spiel. Ich meine, gut, auf der einen Seite ist es natürlich dann nicht so realistisch. Aber auf der anderen Seite, weiß nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich habe auch die Skandinavien-Map, kann ich euch mal ganz gut zeigen. Und das Endung habe ich, warte mal. Zeigt euch das mal gerade. So, das ist die Weltkarte hier, guck mal, das ist alles hier Skandinavien, das hier ist Skandinavien, das ist Pol, was man ja mit dem Going East Addon dazu kriegt. Auf das Handy geguckt, wie lange ich schon aufnehme.